Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play DayZ. Hallöchen. Hast du zufällig was zu essen für mich? Ich bin gleich am Verhungern. Tja. Junge, nichts, tja, ernsthaft, ich bin echt am Verhungern. Ja, warte, ich kann dir, warte, ich mach das hier mal auf. My Snowmatch grumbled violently. Dumm gelaufen, ne? Mach jetzt! Ja, warte. Nerv nicht. Hier. Friss Reis. Eigentlich unnötig, dass wir auf der Straße stehen und die Jungen haben wir uns gerade in die Hose geschissen. Erzählt mal, währenddessen ich Reis esse. Ja, ja. Alter, wir gehen auf einen Server. Also wir gucken als wir starten Dingens hier, DayZ, sehen dann schön unseren Charakter, ja, alles fit, suchen dann einen neuen Server, weil Landed etc. weg sind, komischerweise. Finden dann einen Server, der ist Free Join, gehen dann drauf, boom! Keine Sache mehr, alles von vorne. Alles komplett von vorne, jeder hat noch die Taschenlampe im Inventar. Junge, wir haben uns so in die Hose geschissen und dann gehen wir nochmal auf diesem FMLY und haben alle unsere Sachen Gott sei Dank wieder. Jawohl, so war es ganz genau. Und ich muss gerade mal kurz das Spiel lauter stellen. Ich habe aus Versehen den Ton viel zu leise gemacht. So, jetzt. Der Dave mit einem Feuerlöscher, Junge, wie beknackt das aussieht. So, komm. Läuft da einer mit einem Sack auf dem Rücken und einem Feuerlöscher über die Straße. Ja, der Sack ist nice. Sag mal nichts gegen den Sack. Und scheinbar sind die Häuser hier nicht leer gelootet. Ja, Gott sei Dank. Ich nehme mal lieber die Mosen in die Hand. Aber hier liegt scheinbar nichts. Aber warte. Was? Komm mal zu mir, dann gebe ich dir die Knarre. Ja, da ist doch keine Muni. Hier, links, hinter dir. So, hier. Ich glaube, hier liegt was für dich. Eine Hose. Wo ist die Knarre? Hier, ich werf sie dir hin. Ich kann dir auch Munition für die geben. Ich hab da ja gerade jemanden gehört. Da ist ein Zombie. Der kommt gerade hier hin. Ich will die leise kalt machen. Du machst nur Leute auf dich aufmerksam. So, komm her. Hier, warte, hier ist die Knarre. Warte, wo ist die jetzt da? So, ich droppe dir hier erstmal die Knarre hin. Ich tauche da gleich auf. Und hier ist übrigens ein Schraubenschlüssel. Habe ich schon. Okay. Hast du den? Ich bin übrigens auch extrem thirsty. Hast du auch irgendwas da für mich? Ja, muss gucken. Schnapp dir aber erstmal die Knarre. Da ist sie. Okay. Da war jemand. Da ist ein anderer Spieler, glaube ich. Oh. Wo? Hier rechts ist der, glaube ich, irgendwo reingelaufen. Da war ein anderer Spieler. Ein Zombie kann es nicht sein. Der hatte irgendwie eine komische Rüstung. Das muss ein anderer Spieler gewesen sein. Toll, das heißt, wir sind nicht alleine. Wow! Junge, ich hätte dich beinahe abgeknallt. Warte! Oh. Junge! Das ist nur du, Junge! Kündige dich gefälligst an. Ich bin hier, ne? Hier ist der Spieler, hier ist der Spieler! Hier ist der. Wo? Hier, im Zimmer. Wo? Are you friendly? Junge, wo? Hier, im Zimmer. Siehst kill ihn. Nein, der sagt... Mach, kill ihn. Please. Der sagt einfach, don't choose, please. Kill ihn. I have nothing. Los, kill ihn. Junge, ich bin nicht so ein Anti-Mensch. Kill ihn, Junge. Das ist DayZ. Kill den verdammten Wichser. Hey. Geht doch. Jawohl, der hat was zu trinken dabei. Trinket. Und was zu essen. Ah, das ist ruinierte Sardinen. Jawohl, wie geil ich mich jetzt fühle. Tja, so ist das nun mal in DayZ. Sorry, Leute, aber ist so. Junge, wie die Leiche da ist, liegt. Endgeil. Meine, so, I have nothing. Nimm dir den Schraubenschlüssel, der ist pristin. Nehme ich mir auch. Junge, da hat er eigentlich wirklich nichts, was ich jetzt lohnen würde. Ich fühle mich gerade so asozial. Tut mir leid, aber ist so. Muss sein manchmal. Ich
ich habe so Hass auf Spieler gerade, die können mich alle mal. Da liegt noch was unter dem Stuhl hier vorne, ne? Hm. Mein erster Kill eines Menschen. Sorry Leute, aber es musste sein. Auch wenn er vielleicht ein unschuldiger Typ war, aber ich habe so Hass gerade auf andere Spieler, die können mich alle mal. Ich bin hinter dir, ne? Da liegt was auf dem Boden. Warte. Ich guck nach, was das ist, deck mich so lange. Ach, eine Kamera, oder? Warum sehe ich meinen Kopf eigentlich wieder so nah? Nee, nimm du das mal. Ich sehe meinen Kopf so nah. Ich glaube, das ist so eine Lampe, die man sich auf die Stirn kletschen kann. Was ist da oben? Ah, meine... Doch, ja. Das hey, wie mache ich das nochmal, dass man meinen Kopf nicht mehr so nah sieht? Keine Ahnung. Vielleicht mit der Maus rein und raus scrollen? Junge, jetzt sehe ich die... Hier liegt noch ein T-Shirt für dich. Ein White Check Shirt. Nee, brauche ich nicht. Jo, ich glaube auch, das ist besser. Junge, wie geil ich mich fühle, weil ich den erschossen habe. Ey, hier ist ein Rucksack. Ja. Hammer. Nice, jetzt bist du auch wieder ausgestattet. Ich habe noch nicht mal auf den Kopf gezielt. Ich habe mit diesem Punktvisier. Na nee, ich jetzt zu lange in die Ego-Perspektive. Warte, ich muss den auch. Komm mal mit hier nach hinten. Deck mich so lange, ich werf dir dann hier die restliche Munition raus. Für die Knarre. 9 Schuss sind das. Die liegen da. Ich deck dich so lange, während du sie aufhebst. Jawohl, danke. Okay, wir müssen jetzt wirklich vorsichtig langlaufen, ne? Junge, warum ist mein Charakter so? Hier liegt noch eine Cargo Pants. Junge, laberst du die ganze Zeit irgendeinen Scheiß? Jawohl, die kann ich auch gut gebrauchen. Hauptsache der so, please don't shoot me, I have nothing, I have... Schon asozial, aber... Ja, aber... Alter, ich hab einfach so einen Hass auf die ganzen Spiele. Ey! Ja! Ja! Eine SKS! Ein Bajonett! Meine Knarre hat jetzt ein Bajonett! Und ich hab eine SKS! Und hier ist Munition, ich glaube, die ist sogar für die SKS. Eine Knarre? Oh! SKS mit 20 Muni dazu bekommen! Zeig mir die Wumme! Nice! Siehst du das Bajonett bei meiner? Warte, ich pack die mal weg. Und jetzt. Junge! Und sogar noch mit 20 Munition! Direkt daneben! Warte mal, die hat jetzt ein Bajonett, nur ich weiß nicht, wie ich das irgendwie benutzen kann. Egal, ich werde es nicht ausprobieren, am Ende verschwende ich noch Munition. Hammer, jetzt können wir mega aufräumen. Das ist auch eine Sniper, ne? Ja, hast du zufällig noch Munition für die? Das ist diese 7,62x39 Rounds. 7,62mm Rounds, ja. Ich habe ja 30 Schuss, habe ich ja gesagt. Davon sind jetzt ein paar verschwendet worden, weil ich ja den einen Zombie da ganz hinten abgeknallt habe. Jawohl, und mein Charakter sieht wieder normal aus. Okay, dann komm. Also, nein, das ist so eine braun-schwarze Munition. 7,62x39mm. Das ist nicht die du hast, das ist eine andere. Das ist die Military Rifle irgendwas, letztes Mal meintest, die ist auch noch für irgendeine Sniper. Ah, ja, nee, die habe ich nicht, leider. Komm. Davon müssen wir dann Munition finden. Okay, wir müssen taktisch nicht einfach rausstürmen, Dave. Okay, wir rennen darüber, hierhin, dorthin. Wohin? Hier, folg mir einfach. Steck dich. Okay. Wir dürfen nicht immer so offen rumlaufen. Wir müssen das jetzt. Ich lauf geradeaus. Ich folge dir. Ich komme so in den Raum, auf einmal sehe ich hinter mir so den Lauf durch die Wand glitschen. Ein Motorrad im für dich, Kuss. Jawohl, Alter, ich bin fast wieder voll ausgestattet. Hammer. Die Tür geht auf. Ich bräuchte nur etwas essen und trinken. Ich bin immerhin nicht mehr extremely. Ach ja, bei Trinken könnte ich dir eigentlich was geben. Dann mach es, ich bin immer noch durstig. Hier, warte, ich mach hier. Wir können auch gleich mal in das Hotel gehen. Jetzt fehlt mir nur noch eine Axt, dann bin ich wieder fast voll ausgestattet. Junge, ich wollte eigentlich die Tür zu machen, um dir was zu trinken zu geben. Ja, komm, dann gehen wir in das Haus eben rein.
Da liegt was zu essen. Spaghetti, jawohl. Nice, du musst aber gucken. Hier ist eine Axt! Oh, Bitch! Axt, Kuss! Firefighter-Axt! Bitch, Kuss! Jawohl, Kuss! Okay, jetzt finden wir alles. Alles. Hier ist übrigens Lego. Das finde ich die SKS noch direkt mit Muni. Hammer. Übrigens eine Säge. Hast du irgendwas, womit ich... Ich sehe da links oder hast du irgendwas, womit ich die Spaghetti öffnen kann? Nee, leider gar nichts. Mist. Naja, egal. Seil und Stein. Hä? Hier liegt ein Seil und ein Stein. Junge, ist das geil. Okay, wir müssen aber aufpassen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein anderer Typ war. Ich guck links raus und dann steht da einer. Jawohl, Spaghetti. Ich hab mir mal bitte was zu trinken. Links aus den Augen. Aus den Augendingens habe ich einen Typen gesehen, der irgendwo links an mir vorbeigelaufen ist. Ja, okay, dann bleiben wir hier stehen. Hier. Deck mich so lange. Zieh so lange dorthin, damit da keiner kommt. Wir machen das jetzt wirklich alles taktisch. Also, was zu trinken brauchst du, ne? Ja. Okay, warte, ich gebe dir dann die Pepsi hier. Aber ansonsten hätte ich auch nichts zu trinken. Die spawnt hier gleich. Ich trinke dann auch nochmal was. Du hast aber nichts, womit du mir zufällig meine Spaghetti öffnen kannst. Ich guck mal selber gleich, warte. Ich trinke erstmal aus dieser Kantine. Die Pepsi müsste da gleich auftauchen. Junge, Hauptsache ich gehe da durch, sehe da so einen Typen. Boah, Alter, du hättest die SKS nicht gefunden, ne? Vor allen Dingen, die ist direkt mit Muni, die ist so in der Wand reingeglitscht und dann direkt mit Muni daneben. Shit, ich hab die Sachen hier jetzt mit der Firefighter-Axt aufgemacht. Oh ja, könnte ich auch, theoretisch. Nicht nur theoretisch. Ich deck dich so lange. Komm, wir gehen Richtung Feuerwehrwache. Okay, wir müssen jetzt aber auch wirklich taktisch vorgehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da noch ein anderer Typ war. Bist du in der Ego oder in der normalen Perspektive? Ego. Okay, mache ich auch, da kann ich besser zielen. Ja, deswegen habe ich ja auch Ego. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da noch ein anderer Typ war. Und der wird den Schuss mit Sicherheit gehört haben. Also müssen wir... Du guckst nach links, ich nach rechts. Okay. Okay, wo ist die Feuerwehrwache? Neben der Straße entlanglaufen, hier so auf dem Bürgersteig. Komm, genau. Hier lang. Ich nehme jetzt aber gerade mal nicht die Ego-Perspektive. Jo. Lass mal hier in das große Haus. Lass mal in die Kirche. Achtung. Hier ist ein Krankenhaus, ne? Hier rein, ne? Ja. Du nimmst die rechte Seite, ich nehme die linke Seite. Alles klar. Okay, wir müssen das jetzt auch wirklich gut koordinieren. Ja. Dann verkacken wir auch nicht mehr so schnell. Ich habe ein Blatt-Testkit. Na, ich weiß nicht, ob du es mitnehmen musst unbedingt. Nein, ich teste ja jetzt einfach mal sofort mein Blut. Du weißt doch schon, dass du A-Plus hattest. Mein Charakter ist ja von einer gewissen Person getötet worden. Naja. Ich stelle mich mal hier rum. Ein bisschen von der Straße. Null Minus. Du weißt Bescheid, ich laufe in das gegenübergelegene Haus rein. Jo. Na, das geht nicht auf, verdammt. Null Minus habe ich, ne? Ja. Ich sehe mich noch in dieser Etage hier noch etwas um. Also in diesem Teil. Hier liegt Munition, und zwar... Empty. Jawohl, für die Knarre. Ich habe Schuss gehört. Nee. Doch, ich habe Munition für die Handfeuerwaffe gefunden, übrigens. Die kann ich ja dann behalten. Ja, pass auf, ich habe einen Schuss gehört. Der kam von weiter weg. Scheiße. Wir sind hier nicht sicher, Alter. Komm wieder raus aus dem Krankenhaus, schnell. Ich komme, deck den... Ich hab schon wieder einen Schuss gehört. Ich hab den nicht gehört. Deck den Krankenhauseingang. Deck mich, Alter, ich muss mal das Spiel lauter stellen, dann höre ich das auch. Ja, deck mich. Ich kann dich gerade nicht gut decken. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Deck den Krankenhauseingang. Ja, wo bist du überhaupt, frage ich mich. Immer noch im Krankenhaus, rechte Seite. Ja, aber ich komme da nicht rein, da ist eine Tür vor. So, die geht auf. Oh, Junge, du musst vorsichtig sein, ich hätte dich beinahe erschossen. Okay, wir rennen. Deck mich, ich muss das Spiel lauter stellen, sonst höre ich nichts. Ich deck dich. Okay. Ja,
Okay, Alter, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, Mann. Von Let's Play DayZ. Bis dahin, ciao. Tschüss.